Willkommen zurück im Archiv. Ich bin Miriam und ich habe vor ein paar Wochen ein Video hochgeladen zum Thema Urban Fantasy. Ich habe dieses Genre 2010, 2015 sehr intensiv gelesen. Dieses Video hat sich niemand angeguckt, aber dadurch, dass ich so viel recherchiert habe, ist mein Interesse an dem Genre wieder erwacht. Und ich habe gedacht, na, schauen wir doch mal, was sich in der Zwischenzeit so getan hat. Und ich bin gerade so ein bisschen dabei, mich wieder in das Genre einzulesen. Einerseits schaue ich nach neuen Serien, wie hat sich das Genre so entwickelt? Was gibt es heute an Urban Fantasy oder gibt es nur noch Romantasy oder Paranormal Romance? Da gibt es ja durchaus einen Unterschied. Auch gucke ich mir gerade so ein bisschen an, was ist denn aus den Serien geworden, die ich damals, wo ich vielleicht ein paar Bücher gelesen habe und das dann irgendwann aufgegeben habe. Zum Beispiel hat die Rachel Morgan Serie ja eine Fortsetzung bekommen. Oder auch, ich gucke mir Serien an, die ich vorher noch nie gelesen habe und an denen ich jetzt vielleicht Interesse habe, vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Eine neue Serie, die ich entdeckt habe, würde ich euch jetzt gerne vorstellen, denn ich würde euch gerne so ein bisschen mitnehmen, wenn ich das Genre wieder so ein bisschen, ja, in meine Leseliste aufnehme. Vielleicht interessiert euch das ja auch. Und die Serie, die ich jetzt gefunden habe, habe ich beim Stöbern auf Amazon entdeckt. Und zwar ist es eine Kindle Unlimited Serie, die ihr mit Kindle Unlimited umsonst in Anführungszeichen lesen könnt. Oder ihr könnt sie auch kaufen. Ich habe gerade mal nachgeguckt. Also ihr kriegt im Moment alle 8 Bände für 99 Cent. Also ja, also für sehr günstig. Die Serie ist von Erin Johnson, eine Amerikanerin, und heißt Pet Psychic Magical Mysteries. Es gibt 8 Bücher. Die haben jeweils so 250 Seiten so ungefähr. Die sind zwar in sich abgeschlossen, es ist also, es geht jedes Mal um einen Mord, der dann aufgeklärt wird, aber es gibt auch noch einen Handlungsbogen, der sich über die ganze Serie zieht. Diese Serie fällt so ein bisschen unter dieses typische Kindle-Phänomen. Es gibt ja so Schnellschreiber, die irgendwie jeden Monat einen neuen Band ihrer Serie rausbringen oder sogar mehrere und auch mehrere Serien am Laufen haben. Das ist zum Beispiel beim Thema Romance ist das total weit verbreitet und die haben halt ihre total tollen Fans. Die kaufen dann jeden Monat für 99 Cent pro Buch sich die neueste Ausgabe und lesen das und verschlingen das und wollen immer mehr. Das ist ein großer Markt, der vor allen Dingen auf Frauen ausgerichtet ist. Frauen lesen sowieso allgemein mehr als Männer und diese Serie fällt so ein bisschen darunter. Es ist aber keine Romance-Serie. Das Ganze fällt zwar unter Urban Fantasy, hat auch viele Elemente daraus, aber es ist nochmal eine Unterkategorie, nämlich Cozy Urban Fantasy. Wir haben aus diesem typischen Urban Fantasy haben wir einen weiblichen Hauptcharakter mit einer besonderen Fähigkeit. Wir haben eine düstere städtische Umgebung. Wir haben Magie und Gestaltenwandler. Also es gibt verschiedene Wesen. Es gibt immer ein Krimi-Fall, der gelöst werden muss, in dem Fall sogar Mord. Und es gibt auch eine romantische Beziehung, was für Urban Fantasy auch relativ typisch ist. Hier, Gott sei Dank, keine Dreiecksbeziehung. Soweit also zu den Urban Fantasy-Elementen, was das Cozy betrifft, da kommen wir gleich zurück drauf. Lass uns kurz über den Inhalt sprechen. Hauptcharakter ist Jolene. Jolene ist eine Gestaltenwanderin, ein Shifter. Sie konnte sich in eine Eule verwandeln. Sie ist allerdings verflucht worden und kann seitdem sich nicht mehr in ein Tier verwandeln und beherrscht auch keine Magie mehr, sondern sie kann stattdessen jetzt mit Tieren reden. Vorher war sie eine erfolgreiche Anwältin, dann wurde sie verflucht und es wurde bekannt, dass sie ein Shifter ist. Shifter sind in dieser Gesellschaft, ja, sie stehen am Rande der Gesellschaft, sie werden diskriminiert, sie werden gefürchtet, sie werden nicht ernst genommen. Sie konnte also nicht weiter als Anwältin arbeiten und hat auch ihren Verlobten verloren und ist sozusagen auf der Insel abgestiegen. Die Insel ist nämlich so geordnet, oben ist der Palast und dann sind so die gesellschaftlichen Schichten, ja, wie so geologische Schichten und unten sind halt die sozusagen, ja, die ganz unten sind und es gibt dann sogar noch einen Untergrund, also es ist sehr offensichtlich symbolisch gemeint, wie diese Insel aufgebaut ist. Man sieht also hier, wir haben eine offene Magiewelt. Es ist schon bekannt, dass es Magie gibt. Es kommen auch Touristen auf die Insel. Aber die magischen Bewohner sind nur auf dieser Insel und verlassen sie auch selten. Und Bijou Meer, so heißt die Insel, ist das Wasserreich. Es gibt noch ein Feuerreich und ein Erdreich und so weiter. Also so ein bisschen elementar. Und ja, Jolene ist ein Außenseiter in der Gesellschaft, nicht nur, weil sie keine Magie hat, sondern auch, weil sie ein Shifter ist. Die Handlung beginnt dann, als sie Peter trifft. Peter ist ein Polizist
Und Peter hat einen Partner, oder besser gesagt eine Partnerin, und zwar einen deutschen Schäferhund. Die wurde so verzaubert, dass sie Lügen und Wahrheit erschnüffeln kann und also sagen kann, also sie ist praktisch ein Lügendetektor. Sie kann sagen, wenn ein Verdächtiger die Wahrheit sagt oder nicht. Ja, und Peter engagiert Jolene dann, um ihm beim Lösen von Mordfällen zu helfen, und natürlich kommen sich die beiden dann auch näher. Es gibt dann eine Beziehung, die leidet dann darunter, dass Jolene nicht Peter sagen möchte, dass sie ein Shifter ist. Und Daisy zum Beispiel weiß das aber, weil nur Shifter mit anderen Tieren reden können. Und da gibt es dann halt so gewisse Konflikte. Und natürlich gibt es die Mordfälle, die dann passieren und die auch geklärt werden müssen. Also die Haupthandlung ist immer der Mord, der in dem jeweiligen Band passiert. Die Bände sind übrigens benannt nach TV-Serien, zum Beispiel Pretty Little Flyers, Pretty Little Liars. Das ist die eigentliche Handlung der Bücher. Dann gibt es noch Nebenhandlungen, zum Beispiel in denen Jolene rausfindet, was es mit dem Fluch auf sich hat, der sie jetzt daran hindert, sich in eine Eule zu verwandeln, und wo sie sich mit ihrer Vergangenheit auseinandersetzt und so ein bisschen Frieden damit schließt, dass sie sich nicht mehr verwandeln kann. Und dann gibt es auch noch die Handlung, dass die Shifter mit Absicht in diese, ja, Rolle der Außenseiter gedrängt werden und Propaganda gegen sie gemacht wird. Die werden von einem Mafia-Boss drangsaliert, der sozusagen ihre einzige Zuflucht ist und für den sie arbeiten müssen. Diese ganze Situation wird noch versucht, so ein bisschen aufzulösen in den Büchern, was dann vor allen Dingen in den letzten Bänden der Fall ist. Da geht es darum, diesen Mafia-Boss dann abzusetzen und die Shifter von der Unterdrückung zu befreien. So, kommen wir zum Cozy-Aspekt. Das ist noch ganz wichtig, wenn man an diese Bücherreihe rangeht, dass man nicht denkt, man kriegt hier pure Urban Fantasy, sondern das ist schon ein Setting, was cozy ist. Wir haben hier einmal Charaktere, die immer wieder auftreten, die miteinander befreundet sind, zum Beispiel Jolines Freunde, dann aber auch die Polizisten im Präsidium und auch zum Teil die Mafia-Helfer, die tauchen auch auf und werden charakterisiert. Dann haben wir relativ unblutige Tode. Also klar, es werden schon Leute ermordet, aber es wird jetzt sich nicht seitenlang darüber ausgelassen, wie blutig und eklig das ist, sondern das ist schon relativ clean im Großen und Ganzen. Wir haben auch keinen wirklichen Sex und kaum Erotik. Die Beziehung zwischen Peter und Jolene ist zwar eine Liebesbeziehung später, aber es wird jetzt nicht seitenlang Sex beschrieben oder so, eigentlich gar nicht. Dann gibt es so eine Art Schlagabtausch zwischen Daisy, dem Schäferhund, und Jolene. Die beiden können sich am Anfang nicht leiden und necken sich dann immer und lästern so ein bisschen untereinander, was nur sie hören können, weil nur Jolene ja mit Tieren reden kann. Und was auch noch ein cozy Element ist, dass es einfach insgesamt ein Happy End gibt und eher ein optimistisches Ende, auch wenn es natürlich insgesamt schon ganz düstere Themen behandelt. Also es ist nicht pure cozy, da ist schon sowas drin, wie ihr gehört habt, so ein Thema wie Armut und Diskriminierung und auch Rassismus. Und ich habe ja in meinem Urban Fantasy Video gesagt, dass ich manchmal nicht so ganz fein bin mit dieser Metapher, dass die anderen, also zum Beispiel die Gestaltenwandler, unterdrückt werden, dass das so eine Art Metapher für Rassismus ist oder so. Das ist hier ähnlich. Hier ist es so, dass die Diskriminierung gegen die Shifter sozusagen ein Plot ist, also eine Verschwörung von ein paar mächtigen Leuten, die halt Propaganda gemacht haben, die das Ganze geregelt haben und beeinflusst haben. Und die Annahme ist halt, wenn man die Quelle, also diese wenigen Personen, wenn man die ausschaltet, dann kehrt alles wieder zur Normalität zurück und die Shifter werden nicht mehr diskriminiert. Erin Johnson versucht schon, die Diskriminierung differenziert darzustellen, aber letzten Endes läuft es halt darauf, wenn wir diesen eine Person ausschalten, dann ist es vorbei mit dem Rassismus. Und ja, das ist halt ein bisschen vereinfacht, weil die Leute ja nicht einfach, weil sie halt so hassend, voller Hass sind irgendwie, rassistisch agieren, sondern auch, weil es ihnen natürlich Vorteile verschafft. Und das wird hier nicht so ganz thematisiert. Andererseits muss man auch sagen, dass es vielleicht auch nicht der richtige Rahmen ist.
der das machen kann. Ja, also ich bin so ein bisschen zwiegespalten, was das betrifft. Aber insgesamt fand ich die Serie gut. Ich mochte die Kriminalfälle. Die waren nicht, also die waren sehr abwechslungsreich und sie waren nicht so leicht zu durchschauen. Es war also nicht von Anfang an klar, wer das jetzt ist. Ich mochte auch Jolines Beziehung zu Peter. Peter ist ein guter Kerl. Jolene hat ihn zwar angelogen über ihre Identität, aber man kann es auch irgendwo verstehen. Also das war durchaus ein vielschichtiger Konflikt. Dann war die Situation mit den Tieren, wie Jolene halt mit den Tieren geredet hat und was die Tiere zum Beispiel wollten oder verstanden haben oder wie die Realität wahrnehmen, das war zum Teil sehr witzig. Und ich finde auch, dass 250 Seiten eine gute Länge ist. Das ist nicht zu lang. Es ist sowas, was man, glaube ich, ganz gut so vorm Einschlafen nochmal lesen kann. Es ist jetzt hier nicht zu tiefgründig oder zu schwer zu verstehen, aber es ist nett zu lesen. Was mir nicht so gefallen hat, war vor allen Dingen im letzten Band, da gibt es ein Crossover mit einer anderen Serie von Aaron Johnson, die heißt, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ich blende es hier mal ein, irgendwas mit Caramel. Da geht es um Backen und es spielt auch auf Bijou Mer, also auf dieser Insel. Und da gibt es sehr viele Charaktere und die sind alle in diesem Band und ich habe immer beim Lesen das Gefühl gehabt, okay, da steckt noch so viel mehr hinter. Wenn ich diese Charaktere kennen würde, dann wüsste ich das jetzt alles viel mehr zu schätzen und könnte das alles besser einordnen. Und das war so ein bisschen schwierig, wenn man die andere Serie nicht kannte. Ich möchte aber auch die andere Serie nicht wirklich lesen, weil das ist wirklich Cozy Fantasy, während das hier ja schon so ein bisschen mehr, ein bisschen düsterer ist als ganz normale Cozy Fantasy. Was ich mir auch nicht so ganz erschlossen hat, wenn ich einen Hund habe, der Lügen erschnüffeln kann, dann kann ich ja einfach zu jeder Person gehen und sagen, hast du denjenigen umgebracht, mit Absicht oder nicht? Ja, nein, bitte antworten. Und dann weiß ich es einfach. Also so ganz logisch war das manchmal nicht, aber die Idee, vor allen Dingen in Kombination mit Tieren reden und Daisy weiß, wer lügt und wer die Wahrheit sagt, fand ich eigentlich sehr reizvoll. Insgesamt hat mir die Serie ganz gut gefallen. Es ist jetzt nicht die allertypischste Urban Fantasy Serie, aber es ist ein netter Einstieg und man kann die halt wirklich so zwischendurch mal lesen. Und ich fand, die Charaktere waren alle gut ausgearbeitet, die Handlung war logisch. Es war schön, dass diese Diskriminierung am Schluss aufgelöst wurde und wie die Leute zusammengearbeitet haben und auch, dass nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen war und alles super cozy war, das hat mir auch gefallen. Von daher fand ich das eine gute Serie, vor allen Dingen dadurch, dass sie bei Kindle Unlimited umsonst dabei ist, kann man sich das mal antun. Es ist jetzt vielleicht nicht meine absolute Lieblingsserie und das, was ich jedem empfehlen würde, aber wer sich so ein bisschen an das Thema Urban Fantasy ran arbeiten will und vielleicht nicht gerade mit dem Düstersten einsteigen will, für den ist das eigentlich ganz nett. Es hat viele Elemente aus Urban Fantasy, aber es ist halt sehr viel leichter zugänglich. So viel zu der Pet Psychic Serie. Ich habe schon die nächste Serie in Arbeit, die ein wenig düsterer ist und weniger sprechende Tiere hat, aber auch sehr spannend zu lesen ist. Darauf könnt ihr euch jetzt schon mal freuen und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.